The body may die, but never the soul, which is merely passed on. Souls flow onward, born and reborn, forever part of the great ether stream. Why friends make grave here? Can we not take Biggypon home to village? He'd want to be buried where he fell. It is traditional amongst mercenaries. I'm so sorry, Fanta. If only I hadn't listened to those people, you'd still be... I'm sorry. I'm so sorry. It's not your fault. No matter what, those guys would attract us down eventually. What matters is that Vandam saved all our lives. For now, let's just be grateful to him for that. You're right. I won't forget your words, Vandam, ever. I'll fight my own war with Pyra. Pyra? Are you all right? Yes. Good. I was worried that you might not. Wake up. Pyra, you know I've got to ask. That thing that happened yesterday, you called yourself Mithra? What? I'd like to hear that too. That power, it wasn't normal. Is that the true power of the Aegis? I think you owe us an explanation. It was pretty crazy. Tora want to know too. Pyra was super strong. Why so strong, huh? Now, don't pressure the girl. Well, the thing is... I mean... Pyra? Why? Huh? Why did you wake me up? Huh? What? I didn't want to wake up. I didn't want to come back. I left everything to her so I'd never have to use that power again. But then you woke me up. Woke you up? If you hadn't been so useless, none of this would have happened. I wouldn't have had to use this power! Didn't you listen to that Vandam guy? He told you to hold back. He told you to run. But you just had to push yourself, idiot. Look where it's got us now. You! You really messed up. You don't have to tell me that. I know, all right. I knew I was being an idiot. Rex. But I couldn't hand you over to them. I wanted to keep you safe. What? At any rate, if you've got questions, you can ask her. I'm out of here. Bye. That's not fair. Everyone, I'm very sorry about all that. Malos and I are Aegises. Blades born with a terrible power,
strong enough to destroy the world. Malos is another Aegis. Long ago, there was a man who climbed a world tree, hoping to make it to Elysium and meet his creator. But when he arrived at Elysium, he found it empty. So instead, as proof that he had reached that divine realm, he brought back two core crystals, Malos and me. And once he made it back to Alrest, he awakened Malos. Why he did it, I can't say. For greed, for power, or perhaps... When Malos awakened, he wielded his world-shaking power without restraint. To him, it was natural. He had never known anything else. I was awakened by a driver who was determined to stop Malos's rampage. So Malos and I fought. I fought with all my might and succeeded in defeating Malos. But not without a price. Three great titans fell in the struggle. After the battle, I sealed myself away to ensure that power would never be unleashed again. I took the form you see now and fell into a long slumber. That was 500 years ago. The Aegis War. The man who awakened Mithra was Adam, hero of the lost kingdom of Torna. Adam fought as Mithra's driver to protect the world from Malos. We Titans played our part in that battle, too. It is our calling to live alongside humanity, after all. Gramps? Adam hid Pyra's sleeping body inside a great ship and sunk her to the Cloud Sea's floor, where none could abuse her power. So that day, that's the ship that we... That's how Pyra and I... I believe it was fate that we met each other. Otherwise, my sister would never have woken up. You call her your sister? Mithra and I used to talk together in that dream of Elysium where you met me. We promised that when we were awakened again, we'd go home to the real Elysium. And then we would fulfill our real purpose. And that's defeating Malos again. I'm very sorry about Mithra. She didn't mean all that. You have to understand, she came out because she wanted to protect you. She broke her own seal for you. Even used her power as the Aegis. The flame powers I use are just a shadow of her strength. Droplets of excess energy trickling through the seal. Don't worry about it. She was right. This was all my fault. I'm just glad... ...that you finally managed to open up a little. Also, thank you for protecting everyone, I mean. Protecting? Me? Your powers are incredible. I could feel the truth behind the legends. I'm sorry. You apologize a lot. You know that.
I guess you still feel guilty about the Aegis's power, right? But I don't want you to have to apologize anymore. I hope I can help you move past that. No. I know I can. Rex, I... Power depends on the heart of its wielder. That's what Vandam said. That's why your power is the power to protect. The power to keep everyone safe and smiling. I want to do the same. I'm going to be the kind of driver who can protect you in turn. I promise. Make a girl cry? That's not going to fly. Make a girl smile? You pass the trial. That's the third rule of the Salvager Code. Yeah? Rex, Rex! Can you help Tora with repairing of Poppy, please? Okay, I'll be right there. Oh, yeah. What's for dinner tonight? How does meatball pot au feu sound? Delicious. Mmm, I can't wait. That's my Rex. Never loses his smile. And that's what keeps us all going. Reminds you of Adam, don't you think? What's this? Take it, and go to Indol. That dagger's owner will tell you how you can get to Elysium. This is a blade weapon, right? Who's its owner? The man who was once my driver. Your driver? Huh? But then... Cole is a blade. We fought together in the Aegis War. Yes. His real name is Minoth. Blades not get old, though. Why Cole look so old? Because I'm one of the cursed ones. A flesh eater. A flesh eater? A blade who has been fused with human cells. A long time ago... Before the war, some sought to test the limits of Blade's potential. I am a product of their experiments, one of the unlucky ones who was tainted by their folly. Why would ancient people do that? It seems that by combining Blade and human, it is sometimes possible to create blades with extremely unique powers. But only very rarely. Most experiments were failures, and I was no different. I gained nothing at all, and lost my immortality to boot. I likely won't last much longer. Grandpa? Before I go, I want to see where your path ends. That dagger will aid you. Will you do this for me? Of course. Oh, but can I ask you to do something too? Namely? I was wondering if you could write a play about Vandam. About Vandam? Yeah. I think... His story could inspire a lot of people. Once I find Elysium, I'll come see you again. Show it to me then? An interesting notion. Perhaps that is the least I can do. Very well. I'll do it. So see you make it back here in one piece. Understand? Absolutely. You have my word. Thank you.
Zeit den Cut. Mein Mikrofon wollte nicht und ich habe es gemerkt vorher. Haha. Und damit heiße ich euch kurz vor dem Ende dieser Folge willkommen im vierten Kapitel von Let's Play Xenoblade Chronicles 2. Ich möchte nachher noch ein paar Worte zu den Sequenzen verlieren, die wir gerade gesehen haben. Auch in Verbindung mit den Sequenzen aus der letzten Episode, aber insbesondere... Aber was soll's. Wir machen aber erstmal ein bisschen hier weiter. Also dann, wenn wir nach Indol wollen, müssen wir... Rex. So. Wir wollten gerade... Wie ich sehe, seid ihr schon wieder auf dem Sprung und das ist auch gut so. Aber... Könntest du vorher noch einmal kurz zu uns nach Garfront kommen und mit Yu reden? Es gibt da etwas, das der Boss für dich zurückgelassen hat. Vandam hat mir was hinterlassen? Alles weitere, wenn du in Garfront bist. Wir erwarten dich auf dich, okay? Ich hab schon wieder Garfront gesagt, aber wir begegnen uns jetzt in der Handlungsmission Vandams letzter Wille. Und diesen wollen wir aus... Ui! Zweierlei Dingen heraus erfüllen. Oh, von Samymas Hintergrundmusik ist so gut. Ich finde sie so gut. Und ich finde sie in der Nacht sogar noch besser als tagsüber, wo sie ziemlich pompös ist. Aber was soll's? Rudwig. Ist was? Dieser Kohl am Mymoma-Theater ist wirklich ein Meister seines Faches. Aber irgendwas an ihm kommt mir ein bisschen komisch vor. Er hat immer diese Kapuze auf. Man kann gar nicht sehen, ob er überhaupt Urayana ist. Außerdem habe ich gehört, dass er mal Söldner war. Da frage ich mich dann, was ihn zum Theater gebracht hat. Ich würde sagen, seine Erfahrung. Nicht wahr, wie? Ist was? Wurde Iona neulich echt entführt? Ich bin ja heilfroh, dass sie wieder in Sicherheit ist, aber sie wirkte trotzdem traurig, als ich sie neulich gesehen habe. Und ängstlich noch dazu. Naja, ich lade sie einfach auf ein Regenbogenparfait ein. Das wird sie bestimmt wieder aufmuntern. Interessant, dass man hier anscheinend nicht allzu viel von den Ereignissen, die wir vor kurzem so sehr, ja, erfahren haben, dass wir davon überhaupt nichts mitbekamen. Du siehst aus, als hättest du etwas zu erzählen. Wart ihr schon mal in Mor'Adain? Ich bin vor langer Zeit mal dort da gewesen. Ich spiele zwar keine große Rolle in unserem Adelsgeschlecht, aber mit meinen Eltern bin ich viel gereist. Der Verfall des Titanen von Mor'Adain hatte seinerzeit schon begonnen. Am Lebensende eines Titanen steigt die Temperatur an der Oberfläche und die Pflanzen verdorren. Wer würde freiwillig an so einem Ort leben? Von Uraya kriegen mich keine 10 Armas weg. Interessant, als wenn ein Titan dann hohes Fieber oder sowas kriegen würde. Abdel? Hallo, wie läuft's? Vor kurzem sind ein paar von diesen Turner-Typen in der Stadt aufgetaucht. Ich hatte überlegt, sie zu schnappen, aber ganz alleine wäre das ein hoffnungsloses Unterfangen gewesen. Die sind jedenfalls unheimlich mobil, wenn die überall so plötzlich auf der Bildfläche erscheinen können. Es muss an ihrem flotten Schiff liegen. Kein Titanenschiff übrigens. Irgendwie sah es wie etwas aus einer vergangenen Ära aus. Mit einer in Vergessenheit geratenen Technologie. Ja, wie in so ziemlich allen anderen JRPGs. Außerdem gibt es in jedem JRPG riesengroße Roboter und hier anscheinend auch. Na, Faviola? Du siehst aus, als hättest du etwas zu erzählen. Es gibt ja eine Sache, die habe ich lange Zeit nicht gewusst. Solange ein Kernkristall intakt ist, kann erneut ein Meister mit ihm resonieren. Die betreffende Klinge verliert zwar all ihre Erinnerungen an die frühere Existenz, sieht aber wie früher aus. Das erneuerte Resonieren ist allerdings erst nach etwas Wartezeit möglich. Zuerst muss der Kernkristall seine normale Farbe wiedererlangt haben. Und das ist der Grund, weswegen wir noch nicht mit der Klinge resonieren können, die große Spinne hinterlassen hat, falls ihr euch erinnert, wo wir noch Vandam in der Gruppe hatten. Na, Neddy. Was sagst du? Der Anführer der Garfront-Söldner ist tot? Ich bin auch Söldnerin und kannte Vandam. Als ich frisch dabei war, hatten wir den Auftrag, einige Dexen zu erledigen. Dabei habe ich einiges von ihm gelernt. Zum Beispiel, dass einige Feinde immun gegen Meisterkombos sind und dass manche Schwachstellen haben. Ich bin von Natur aus eher der Typ für die Brechstange, aber Vandam hat mir strategisches Denken beigebracht. Da haben wir einen ganz großen Mann verloren. Oh ja, das haben wir. Und wir sind wieder zurück auf wenige Charaktermitglieder, die diese Gruppe hier gerade so erfüllen. Das muss ich gerade mal schauen.
Eigentlich hatte ich nicht vorgehabt, sämtliche weiteren Gespräche noch mitzunehmen. Deswegen, die restlichen lasse ich noch ein bisschen zurück für unsere in Zukunft anstehende, in kürzerer Zukunft anstehende, vielleicht sogar in der nächsten Folge anstehende Nebenquest. Oder die Nebenquest-Folgen, die hierauf folgen werden. Aber was Gegenstand der Nebenquest sein wird, in Kombination mit einer Sache, die wir gleich noch sehen, ist etwas, was wir beim Spielkind Tatan noch sehen. Willkommen, Freunde, Waldfreunde, nicht Brettspiel mit Tatan, Spiel ist Spaß für die ganze Familie. Für die, die die Questfolgen oder das Spiel schon kennen, die Questfolgen gesehen haben, huch, eigentlich wollte ich nicht 3 Stück davon kaufen, aber es war zum Glück das Billigste, wissen bereits aus einer anderen Nebenaufgabe, dass wenn man sämtliche Items eines Geschäftes kauft, dann wird die Urkunde des entsprechenden Geschäftes freigeschaltet. Und das hier gehört zu 2 Geschäften, wo wir jetzt schon die Urkunde kaufen können. Diese erhöht jetzt passiv unsere Laufgeschwindigkeit um 5%. Und wir werden jetzt gleich etwas freischalten, was uns helfen wird, viele weitere, nicht alle, aber ich glaube die meisten, weiteren, dieser Urkunden dann auch kaufen zu können. Tut mir leid, Wortfindungsschwäche gehört zu meinem Leben dazu, deswegen pausiere ich manchmal, um einfach kurz zu überlegen, welches verdammte Wort ich jetzt nochmal suche. Obwohl ich eigentlich im Kopf schon weiß, was es ist, aber nur gut. Aber reden wir noch kurz mit Hamlisch. Falls wir anfangen damit. Yu und Su möchten mit euch sprechen. Ich weiß natürlich auch schon worüber. Und was das für uns alle bedeutet. Sprecht mich später nochmal an. Ich habe extra für euch etwas Besonderes vorbereitet. Jetzt bin ich aber gespannt. Aber zuerst machen wir hier mal weiter. Hey, Rex! Hallo, Yu! Na, mal nicht so ein betrübtes Gesicht. Der Boss hat eine Nachricht für dich hinterlassen. Für den Fall, dass sie mal etwas zustoßen sollte. Eine Nachricht für mich? Sag bloß, er hat bereits geahnt, dass er... Vielleicht. Aber weißt du, die Sache ist, als Söldner weißt du nie, ob du morgen noch lebst. Deshalb ist es bei uns durchaus üblich, Nachrichten zu hinterlassen, bevor wir aufbrechen. Für den Fall der Fälle. Ich lese dir einfach vor, was er geschrieben hat. Hör gut zu. Rex, hiermit überlasse ich dir die Söldner von Garfond. War das alles? So sieht's aus. Wie soll der Boss von Garfond werden? Das kann er doch nicht ernst gemeint haben. Das glaube ich aber doch. Vendem meinte immer alles genauso, wie er es gesagt hat. Aber warum sollte er ausgerechnet mich für seine Nachfolge aussuchen? Der Boss hat viel von dir gehalten, Junge. Und ich würde sagen, der Rest von uns sieht das ähnlich. Du bist nicht nur ein aufrichtiger Kerl, du hast auch Mumm. Und du schaffst es immer, anderen Hoffnung zu geben. Ich glaube nicht, dass das allein mein Verdienst ist. Mag sein, trotzdem hast du irgendwas Besonderes an dir, Junge. Und das sehen die anderen auch. Also was sagst du? Wirst du Vandams letzten Wunsch erfüllen? Ich glaube, das ist eine But-Though-Must-Situation. Deswegen sage ich, ich mach's. Na gut, ich werd's versuchen. Da ich es noch nicht übergespeichert habe, wer sich interessiert dafür, was passiert, wenn man die andere Option wählt, kann ich das gerne noch reinschneiden. Alle Achtung! Ich sehe schon, Vendem hatte seine Hoffnung nicht umsonst auf dich gesetzt. Nur, was muss ich da überhaupt machen, so als Anführer der Gruppe? Hat Vendem sonst nichts hinterlassen? Irgendwelche genaueren Anweisungen oder so? Ich fürchte nicht. Er war nie ein Fan von detaillierten Erklärungen. Aber mach dir keinen Kopf. Su und ich werden dir schon helfen. Es wäre ein bisschen hart, wenn wir direkt die Verantwortung für alles auf dich abwälzen würden. Du übernimmst fürs Erste die grundsätzlichen Anweisungen. Um die Einzelheiten kümmern wir uns. Und danach sehen wir einfach mal, wie sich die Dinge so entwickeln. Okay, das sollte ich hinkriegen. Gut, dann erkläre ich dir als erstes mal, wie die Dinge so hier laufen. Unsere Gruppe nimmt alle möglichen Arten von Aufträgen aus ganz Alrest an. Begleitschutz, Monsterjagen, Materialien sammeln oder auch kleinere Aufträge. Es ist alles dabei. Übrigens, gehört ihr zu den Leuten, die mehr Klingen besitzen, als sie im Kampf einsetzen können? Falls dem so ist, könntet ihr ruhig mal ein paar davon mit einem Söldnerauftrag betrauen. Die Erfahrung, die sie dabei sammeln, können sie sicher gebrauchen. Und du kannst die Beute behalten. Probier es einfach mal aus. Ist einfacher, als es zu erklären. Wähle einen Auftrag und versuche ihn abzuschließen.
Wir haben jetzt die, ich glaube, letzte Menüoption freigeschaltet, die das Spiel zu bieten hat, die Söldnertruppe. Und das jetzt ist eine Zwangsmission, die wir durchführen dürfen. Damit, da ist sie. Und wir können jetzt an den Orten, wo wir waren, jetzt kann ich jetzt ja natürlich nicht hin und her schalten, weil das hier ein Tutorial-Gedöns ist. Der erste Auftrag, der auch nur eine Minute dauert. Wir kriegen Gold, Erfahrungspunkte. Die Erfahrungspunkte wandern auf das Konto, was wir uns einverleiben können, wenn wir eine Nacht im Gasthaus verbringen. Und wir kriegen Söldnerpunkte. Söldnerpunkte leveln sozusagen über die Dauer unseren Söldnerlevel auf. Ich glaube, es gibt 5 Söldnerlevel dazu. Und diese Missionen, es gibt gewöhnliche Missionen, die man so oft machen kann, wie man möchte. Es gibt spezielle Missionen, jeweils aufgeteilt pro Gebiet. Aber dazu werde ich wahrscheinlich in den Questfolgen etwas sagen. So, da wir schon Kosmos haben, die erste Klinge, die man auswählt, ist, soweit ich das jetzt sagen kann, noch in Erinnerung habe, die Anführerin oder der Anführer der Gruppe. Ob das jetzt einen Unterschied macht, ist in den weitesten Fällen völlig irrelevant. Aber ich wähle erst einmal Kosmos aus. Wir sehen auf der rechten Seite rechts. Unten, sage ich jetzt mal, der Rechtsquadrant unten, sehen wir unter Bedingungen die Bedingungen, die wir erfüllen müssen, um diese Aufgabe überhaupt starten zu können. Und dann sehen wir unten empfohlene Spezialtalente. Und wenn wir Klingen haben, die diese Talente haben, beispielsweise Transport, dann können wir die Dauer dieser Mission verkürzen. Und deswegen switche ich jetzt einmal durch. Und es gibt noch eine andere. Ja, wir müssen nicht alle erfüllen. Ich glaube, alles ist... Ich bin mir ganz sicher, 5 oder 10% an Dauer wird dadurch reduziert. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5. Moment. 6 Slots! Deswegen, oh, hier 3 Technologie. Ist klingt gut und damit. Ja, ist ja gut. So, ich bin so gut vorbereitet, dass ich genau weiß, wie man die Leute losschickt. Da steht's ganz rechts. Man drückt auf die X-Taste. Namen Erdekaiser. Ah, das war's auf Sinusage. So, jetzt schicken wir die Damen und Herren jetzt auf den Weg. Wir bekommen für jede Klinge, die jetzt diesen Auftrag begegnet, etwas Vertrauen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie viel Vertrauen es tatsächlich ist. Wir können auch Items dadurch kriegen und wir haben 2 verschiedene Arten von Aufträgen. Aufträge, die nur einmal zu machen sind, einmal Aufträge, die nur, die beliebig oft zu machen sind. Und die nur einmal zu machen sind, schalten in der Regel irgendwas frei. Und da sagte ich eben, dass wir jetzt die Grundlage freigeschaltet haben, um viele, ich glaube sogar die meisten, Urkunden kaufen zu können, weil die meisten Progressionen hängen, oder von Shops hängen nicht nur davon ab, wie hoch die Entwicklung der entsprechenden Gebiete ist, sondern sie hängen auch davon ab, welche Spezialmissionen oder Söldnermissionen da gemacht hat. Und deswegen ist das, werde ich in den Questmissionen dann weitertreiben, dass wir nach und nach die ganzen Shop-Items freischalten. Wir können noch nicht alle freischalten, weil manche sind auch hinter normalen Quests verborgen. Beispielsweise die 12 Geschwisterponnen, die wir angefangen haben, freizuschalten. Aber es wird nur eine Weile dauern, bis dieser Shop freigeschaltet ist. So, und damit ist der Söldnertrupp bereits zurück. Eigentlich wollte ich diese Gelegenheit genutzt haben, um ein bisschen was zur Story zu sagen. Aber deswegen werde ich das jetzt auch noch ein bisschen tun. Ich denke, die meisten werden Rex für einen ziemlich dämlichen und vielleicht auch nicht besonders tollen Hauptcharakter halten. Habe ich am Anfang oder während meines ersten Durchgangs zu diesem Spiel tatsächlich auch nicht. Aber je öfter ich die Sequenzen sehe, und das ist jetzt das, meine ich, wievielte Mal, desto mehr sehe ich tatsächlich, welche Rolle Rex erfüllt. Und was ich an dieser Stelle, das ist diese, in der Folge 0, was ich gesagt hatte, die Untertöne, die so ein bisschen mitschwingen. Und das ist die wichtige Rolle von Rex. Und ich glaube, dass der Charakter auch ziemlich gut getroffen ist dafür. Die entsprechende Naivität und der extreme Optimismus, die passen einfach. Es ist ein Schlüssel, oder es sind Schlüsselcharaktereigenschaften, die in diese Story passen. Ich will jetzt noch nicht zu viel vorwegnehmen, aber wo selbst Mythra und Pyra natürlich auch und andere, die wir jetzt noch nicht kennengelernt haben in der Breite, die Angst vor der Aegis haben aufgrund ihrer weltenerschütternden und vernichtenden Kräfte, ist es Rex, der das dieses ungetrübte Vertrauen trotzdem, ich weiß nicht, ob es trotzdem das richtige Wort ist, aber der einfach sein Vertrauen in diesen Charakter legt und die Gruppe auch deswegen zum Weitermachen bringt. Und gerade dieses Vertrauen, dieses unbedingte Vertrauen, ist eine der großen Schlüsselkomponenten in der Geschichte oder auch in der Charakterisierung. Und
Ich habe mir zuerst überlegt, ob ich überhaupt etwas dazu sagen soll, weil alles, was ich jetzt sage, ist aus meiner persönlichen Sicht sicherlich gefärbt und da werden andere Leute oder andere Zuschauende zu ihren eigenen Schlüssen kommen, aber ich sag mal so, ich glaube, dass man, es braucht mehrere Durchgänge, um wertzuschätzen, was das Spiel und in der Charakterisierung tatsächlich tut. Und auch was in den Untertönen mitschwingt. Und deswegen habe ich gedacht, ich nutze die Gelegenheit einmal kurz, um zumindest meine Sicht der Dinge da schon mal ein bisschen anzureißen. Und damit haben wir unsere erste Söldnermission erledigt. Wir kriegen Söldnerpunkte, wie gesagt, Level. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar, Vertrauen wird gesteigert, ich glaube, zu einem relativ geringen Maße. Ich weiß gerade nicht, wie viele Punkte es sind. Könnte auch sein, dass es ein bisschen von Mission zu Mission unterschiedlich ist. Es gibt gewisse Dinge, die von der Missionslänge abhängig sind. Da habe ich jetzt die Details noch nicht parat, werde ich mir aber gerne bis zum nächsten Mal ein bisschen anlesen. Das Vertrauen ist das eine, aber Klingen erhalten auch. Jetzt weiß ich gar nicht, ob das jetzt durch das Freischalten ist, glaube ich, hier noch nicht viel passiert. Ich glaube, wir kriegen von dreien noch nicht gefüllten Talentkreisen oder Talenten. Bekommen wir Fortschritt bei allen Klingen, die wir mitschicken. Außer es sind ganz spezielle Bedingungen. Beispielsweise das Besiegen von einzigartigen Gegnern oder vom Erreichen bestimmter Story-Progressionspunkte. Es gibt, wie gesagt, ein paar gewisse Punkte oder gewisse Eigenschaften und Erfüllungsbedingungen, die dadurch nicht erfüllt werden. Aber so das Wald- und Wiesentöte-X hiervon beispielsweise. Das sind Punkte, die wir damit einfach nebenbei erfüllen können, ohne dass wir diese Klinge jemals im Kampf gebrauchen. Und das wird unsere hauptsächliche Quelle sein, um die Tugenden aufzuleveln. Und deswegen werde ich bei jeder möglichen Gelegenheit eine Söldnermission im Hintergrund laufen haben. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen die Wichtigkeit, die damit einhergeht, freischalten. Also wir können Tugenden leveln, Tugenden erhöhen unseren Schaden, wenn man es auf das Mindeste runterdiffundiert. Wir können mit Hilfe dieser Mission freischalten, was wir an passiven Boni aus Geschäften kaufen können, mit Hilfe der Urkunden. Und das ist einfach nur das, was spielmechanisch so weit dahinter steht. Aber reden wir nochmal kurz mit Yu weiter. Deine Leute haben die Mission erfolgreich abgeschlossen. Gute Arbeit, Rex. Die Söldnertruppe ist jetzt auf Stufe 1. Und dadurch können wir jetzt die Höchstanzahl an Klingen erweitern, die wir überhaupt in unserer Party in Anführungszeichen haben können. Und soweit ich weiß, wird jetzt außerdem der dritte ausbrüstbare Klingenslot freigeschaltet. Und das ist einer der Gründe, weswegen ich mich jetzt in der Zwischenzeit auch noch nicht mehr auf weitere Nebenaufgaben konzentriert habe. Der Ruf einer Söldnertruppe steigt mit jedem erfüllten Auftrag. Und ein guter Ruf lockt neue Auftraggeber an. Nebenbei steigt damit auch die Zahl der Klingen, die du gleichzeitig mit Aufträgen betrauen kannst. Nicht schlecht. Eine Frage. Der erste Auftrag kam ja von dir, aber wo kriege ich von jetzt an weitere Aufträge her? Keine Sorge. Wir werden sicher immer mal wieder neue Aufträge an dich weiterleiten. Und ansonsten kannst du vielleicht mal versuchen, mit den Leuten in den Städten zu reden. Leute mit Sorgen und Problemen gibt's ja eigentlich immer und überall. Es wäre vielleicht auch nicht schlecht, mal wieder in Argentum oder Gormod nach dem Rechten zu sehen. Verstehe, werde ich mir merken. Ach ja, hätte ich fast vergessen. Einen Ratschlag habe ich noch. Jeder Auftrag hat eine andere Anforderung. Oder andere Anforderungen. Und jede Klinge hat ihre Stärken und Schwächen. Achte darauf, wenn du eine Einheit zusammenstellst. Die richtigen Leute kriegen den Auftrag schneller erledigt. Stärken und Schwächen meiner Klingen beachten, wenn ich ein Team für eine Mission zusammenstelle. Okay. Ich sehe schon, du lernst schnell. Probier erstmal so viele Aufträge wie möglich abzuschließen. Sobald du dich daran gewöhnt hast, sehen wir weiter. Ich werde dich auf die Probe stellen, wenn du soweit bist. Also lass dich am besten regelmäßig hier blicken. Moment mal, du willst mich auf die Probe stellen, obwohl ich der Anführer bin? Denk daran, wenn du Klingen hast, die nichts zu tun haben, solltest du sie mit Söldneraufträgen beschäftigen. Leute, die Hilfe brauchen, gibt's wie gesagt überall. Und Söldnern geht die Arbeit nie aus. Diese Art von Arbeit hatte Vandam also sein Leben verschrieben. Ich verspreche dir, Yu, ich werde mich anstrengen. Ich will ein Anführer sein, auf den Vandam stolz gewesen wäre. Genau das wollte ich hören, Rex. Dann ab mit dir. Und vergiss nicht, wir stehen alle hinter dir. So, das war eine recht lange Folge. Deswegen habe ich die Sequenzen dieser Folge von den Sequenzen der vorherigen soweit entkoppelt. Und, I reckon the quickest route is back to Argentum, ship to Mor Ardain, then on to the Praetorium.
If we're lucky, there'll be a guild ship at the port. Can't say no to a free ride. Let's go and see. It doesn't cost anything? Salvagers can board guild ships for free. I'll negotiate for you guys, too. That would be big help! Ich bin mir an dieser Stelle nicht hundertprozentig sicher, ob die nächste Folge doch noch Story-Elemente enthalten wird, die wir machen dürfen, um ja, die Vorbereitung für unsere Überfahrt Richtung Mor Adain durchzuführen. Und dann werde ich zu den Sidequests übergehen, die wir bis jetzt dann soweit machen können. Das ist nochmal Zusammenfassung von, glaube ich, all den Sachen, die ich soweit hier erzählt habe. Wenn ihr das lesen wollt, könnt ihr gerne pausieren. So, damit haben wir Kapitel 3 geschafft und ich hoffe natürlich, dass ihr auch Interesse an den Nebenaufgaben habt. Wir können hier sogar noch ein Harmoniegespräch führen und das macht... Oh Gott, ich glaube, ich weiß, was es ist. Aber das Partnerfeld fangen wir in der nächsten Episode an. Was ich jetzt gut finde ist, wir können, und das sehen wir hier, Nebenaufgaben auch für unsere Söldneraufträge freischalten. Und das wird mit diesem Symbol angekündigt. Und das hat der Hamlisch eben soweit gesagt. Nur, wir gehen nicht stehen. Na, wenn das nicht Verdams Nachfolger sind. Auch wenn Verdam nicht mehr unter uns ist, kommen wir nach wie vor ständig in neue Aufträge herein. Solange sich daran nichts ändert, werde ich weiterhin wie gewohnt meinen Pflichten nachkommen. Ihr könnt euch darauf verlassen, dass ich die Aufträge verwalte und an euch weitergebe. Und mit den Leuten hier werden wir dann in der nächsten Folge reden. Ich werde nochmal eben eine Söldnertruppe auf den Weg schicken. Ihr seht hier diese türkis hinterlegten Sachen. Das sind die, die man gewöhnlich unendlich oft durchführen kann. Und die pink-lila-rosanen hinterlegten, das sind die, die man einmal macht. Und dazu gehört der erste Auftrag. Und dazu gehören auch die Aufgaben, die wir jetzt beispielsweise von NPCs durch das Anlabern, wenn sie dieses Symbol über den Kopf haben, durchführen können. Und ihr seht auf der rechten Seite hinreißender Vertrag, Klopfvertrag. Diese ganzen Vertragsitems sind diese Items, die wir brauchen, um das Portfolio der entsprechenden Shops in dem entsprechenden Gebiet zu erweitern. Und deswegen werde ich mich jetzt soweit hierauf konzentrieren. Und deswegen noch einmal kurz hier. Dagas hatte ich eben mal mitgeschickt. Glaube ich, sinnvoll weiblich. Das heißt, nehmen wir die soweit mal mit. Und ich lasse das Spiel einfach währenddessen laufen. Wenn ihr sehen wollt, wie die Aufträge abgeschlossen werden, sagt mir bitte Bescheid, sonst würde ich das einfach voraussetzen, dass ich gerade auch offscreen diese Dinge offscreen erledige, ohne dass ihr seht, dass sie abgeschlossen sind. Ich würde es dann nur einmal zusammenfassen. Oh, da habe ich jetzt wirklich wenig Talente, um das zu beschleunigen. Aber was soll's? Das sechste Kaiserheer geht auf die Reise. Und die Folge war jetzt lang genug. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.